Jetzt kann ich auf dem Wasser surfen oder was? Das ist ja cool. Ich trinke einen Schluck. Mmh. Fluffy! Du kannst nicht schwimmen? Bist du ein Trottel? Hau mal ab, was willst du überhaupt? Bei uns gab's kein Wasser, ich hab mich auch nie gewaschen, wir waschen uns mit Sand. Wasser, ja, Ausrede. Okay, in meiner Heimat war das eben nicht nötig zu schwimmen. Kann doch nur jedes Kind. Fluffy, sei etwas sensibler, ja? Ich finde es doch selber scheiße, dass ich nicht schwimmen kann, aber was soll ich machen? Mein Vater wollte mir nie Schwimmen beibringen. Er wollte mir lieber beibringen, wie man diese komischen zweirädrigen Gefährte fährt. Ich habe doch keine Ahnung. Wir haben noch Pferde. Verdammt, was soll das? Bist du ein Trottel? Naja, ich würde es so sagen. Mit dir wird es nie langweilig. Oh mein Gott. So ein Arschloch. Na, wahrscheinlich checkt er gar nicht, dass sie ihn selber bloß verarscht haben. Natürlich kann ich schwimmen. Denn warum sollten... Hey, cool. Denn warum sollten zwei Blätter mich daran hindern? Ja, warum sollten zwei Blätter mich jetzt lehren, hier zu schwimmen? Wow, jetzt habe ich zwei Blätter an den Beinen. Und jetzt kann ich hier natürlich Bombe schwimmen. Ja, das ist ja kein Ding. Eine Osterglocke. Hüte dich vor giftigem Gas. Wenn du die Höhle des Molochs betrittst. Okay. Ich meine, der Name alleine klingt schon so stinkig. Die Höhle des Molochs. Ob es diese komische Höhle da ist mit dem... Mit dem Typen da? Mit dem... also mit diesem... Dieser Gasraum da? Was war das? Habt ihr das gesehen? Wenn ihr wisst, was das gerade war, dann schreibt in der Mail. Also ich weiß, was war das? Egal, vergessen wir das Ganze und gehen einfach weiter. Es hat eh keinen Sinn, darüber zu grübeln. Denn wir können jetzt schwimmen. Yeah, yeah, yeah. Woohoo. Hey, ob wir auch in dieser giftigen Mistbrühe schwimmen können? Probieren wir es doch einfach mal aus. Ja, wir können's. Aber, mir fällt gerade auf, da ich den Kristall da jetzt habe. Wo soll ich den überhaupt abgeben? Jetzt, wo mein Dorf nicht mehr da ist und so. Oh, dafür alle Gegner wieder. Verdammt. Fies. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Bam. Total nutzlos, dieser Stein. Total sinnlos. Und wow. Hey, ihr hattet mich beinahe erwischt. Bei eurem perversen Akt. Bam. Von oben. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ganz wichtig. Okay, dann gehen wir jetzt einfach hier hoch. Okay, ach, wir können ja schwimmen. Wir können ja schwimmen. Warum rege ich mich so auf? Wir können doch nicht saufen. Yeah, hier geht's weiter. Dann gucken wir doch mal, und es geht tatsächlich weiter. Es ist nicht nur so eine Fake-Sackgasse. Eine Finte, nein. Oh, fast rübergekommen. Was ist denn diese Wassergrube hier? Kein Schwein braucht da Wasser. Noch eine Lilly! Hey Lilly! Da. Die Oberfläche wurde verwüstet! Es gibt keinen Ort, an dem wir überleben können! Ein Tropfen dieser Quelle schützt dich vor Vergiftungen! Pat erhält Tautropfen! Yes! Verdammt! Yes! Yes! Oh. Ich habe mich gerade ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen gefreut. Denn, ja, so ein Tautropfen hilft ja ungemein gegen Vergiftungen. Das kennen wir auch alle aus dem Pfadfinderkurs. Wenn uns eine Kobra beißt, mitten in der Wüste, sucht nach Tautropfen. Ja. Na dann sucht mal. Haha, ihr Trottel. Untersucht die Pflanze neben mir. Zwinker mit Blatt. Du verrätst deinen eigenen Pflanzenkumpel? Bist du grausam. Aber die verdorrte Tomate gibt eh nichts mehr her. Außer eine... Waldweste! Wow! Hey, ich warte auf den coolen Sound. Oh, wir haben Mist gefunden. Bei jedem anderen Item. Yes! Schöne Siegesfanfare. Wunderbares Item. Und wir kriegen die Blattweste. Was macht das Ding denn?
Abwehr plus 8. Schützt vor Vergiftung. Ultramäßig. Gleich mal anlegen. Gleich mal anlegen. Möchtest du das aus... Aber Melinas Weste... Siehst du, wir haben doch von Melina... Abwehr plus 6. Melina webte diese Weste. Verdammt, das können wir doch nicht... Wir können doch nicht einfach... Ist aber auch fies, oder? Titaniumweste! Adam und Eva Blätterkilt, das gerade mal die Eier bedeckt. Macht natürlich gleich viel mehr defensiv und heilt noch gegen... Worauf warte ich denn noch? Ich leg das Ding ganz einfach an. Ich renne jetzt rum wie Adam im Blätterkostüm. Und das ist gut so. Und ich sehe äußerlich immer noch genauso aus, weil ich ja natürlich Sachen drüber trage. Wir wollen ja trotz unserer Ausrüstung hip sein. Hey, noch eine Pflanze. Einst existierte an der Oberfläche ein Paradies namens Lumina. 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 Ja, ja, okay, vergiss es. Vergiss es einfach. Oh ja. Wow! Habt ihr das gesehen? Da war es gerade schon wieder. Wenn ihr wisst, was das war, dann, ne? Verdammt, das häuft sich. Was war das? Ich weiß es nicht. Oh ja, Tomaten zum kaputt machen. Ja, aber vorher machen die uns kaputt. Fiese Tomate. Fisch, Fisch. Wir würzen jetzt den Fisch mit Tomate. Stirb. Wir können schwimmen, wir können einfach... Wow, Fische, Fische, Hilfe, Fische. Das ist ja immer böse, wenn man hier von Fischen massakriert wird. Oh, da lebt das Vieh noch. Mach deinen Mund... Ach, ich lass dich jetzt einfach... Tschüss, du Trottel! Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Da, da, da. Warm! Gold? Gold wird natürlich mitgenommen. Ohne Wenn und Aber. Aber jetzt können wir hier hoch. Alles klar. Dann können wir in diesen Gasraum. Wir haben jetzt Tautropfen, der uns vor Gas schützt. Okay, da das echt fies aussieht mit dem Raum. Wow! Das war... ne, unwichtig. Alles klar. Da das echt fies aussieht mit dem Gasraum und so, werde ich hier erstmal Schluss machen. Und ich danke mich ganz herzlich bei eurer Aufmerksamkeit. Und bei euch natürlich. Nicht nur bei eurer Eigenschaft, auch bei euch selber. Alles klar. Na denn, man hört sich.